Eine Statistik des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen hat ergeben, dass heute bereits 75% der 10- bis 11-Jährigen ein eigenes Smartphone besitzen. Ist das zu früh oder gerade früh genug? Ab wann sollten Kinder ein eigenes Handy haben? Bevor man Kindern ein Handy und damit einen kleinen Minicomputer in die Hand drückt, sollten sie wissen, wie man sich im Netz bewegt und worauf man achten muss. Stichwort Internetkompetenz. Das bringt man ihnen am besten von klein auf bei. Fangen sie an, sich für PC, Tablet und Handy zu interessieren, sollte man mit ihnen üben, was sie dürfen und tunlichst vermeiden sollten. Haben sie verstanden, dass man persönliche Daten und Fotos nicht einfach teilt, dass man nicht alles glauben darf, was im Netz steht und wo die Gefahren von Apps wie WhatsApp, TikTok und Co. liegen, dann sind sie bereit für ein eigenes Handy. Das kann bereits mit 10 Jahren sein oder auch erst mit 13 Jahren. Familien-Apps können zusätzliche Sicherheit geben. Darüber können Eltern Zugriffs- und Downloadrechte auf Apps, Spiele und Co. regeln.